Ja, dann wollen wir mal jetzt hier weiter abladen. Zack, zack. Aber ich glaube, du wirst sie noch mal einzeln stellen müssen. Das kann ja möglich sein. Das wird so nicht funktionieren. Und außerdem steht der LKW auch falsch. Ich weiß nicht, was hier los ist. Meinen Sie? Ja, sicher. Dann wirst du gleich frei machen müssen im Bereich. Ja gut, dann stelle ich das andere noch ein bisschen extra. Ist ja, nicht ja, das Problem ist, gut, das geht mit dem kleinen Kran, geht das, ne? Ja. Ist also nicht das Problem, aber ich denke mal, um die Reichweiten zu haben, werden wir wohl einen etwas größeren haben müssen. Also doch. Ja, es funktioniert, das ist nicht das Problem, aber du kannst nicht, du musst dann alles sehr, sehr in der Nähe stellen, weißt du? Weil der hat ja nicht so einen langen Ausleger, aber eigentlich passt das eigentlich, ne? Wenn du den bis zum Ende fährst, würde das auch reichen. Ja, wir gucken mal, ob wenn dann natürlich die Hallenträger da oben... Was mich so ein bisschen erschreckt ist, dass wir das nebenan unser Firmengelände ist, ne? Wo der zweite Kran weg ist. Weil ich den hab. Also du hast den. Ja, alles klar. Ja, stimmt. Du machst ja den Lehrer. Unser Herr Hoxton ist immer sehr bedacht, muss man darauf sagen. Genau. Das ist immer wie seine eigenen Sachen. Er geht immer mit dem Firmeninventar um, wie mit seinen eigenen... Das ist nicht der Hammer? Ja, das ist ein Satz, der sich lohnt. So einen Mann darf man nicht gehen lassen. Das geht überhaupt nicht. Das stimmt. So. Das war's. Und jetzt? Na super. Oh, jetzt. Oh. Jetzt kommt die Aufgabe für den Herrn Hoxton. Was wäre? Ja, gucken Sie doch mal. Verfüllen. Fahren Sie den LKW ein bisschen vor, dass ich den Kübel abheben kann? Du kannst. Wieso geht doch? Ja, okay, das war, weil die gerade die Meldung immer kam von dem L81. Das war aber der. Herr Finch, die. Sau. Mit dem Lehrgang da. Finch-Sau war das, ne? Hätte den gar nicht abhängen brauchen, ne? Fällt mir gerade so ein. Wieso? Ja, hätte ich doch gar nicht machen brauchen. So, ich weiß nicht, wollen Sie den... Achso, der steht auch schon hier, okay. Moment. Ich fahr mal eben die Stützen ein. Weiß aber nicht, ob du da hinten rankommst. Werden Sie. Glaube ich weniger. Aber könnte eventuell... Könnte das klappen. Nee. In dem Gelände. Ja, da warte mal, dann komme ich da rückwärts ran. Aber dieses Glänzen wollen wir ihn ja nicht nehmen, ne? Wie war das nochmal mit dem Ding ausfahren hier? Ich glaube Shift und XY, kann das sein? Nee, Shift und Pfeiltaste. Ah, okay, das war's. So, fertig, Chefin. Ja, super. Komm mal wieder zurück zur Baustelle. Ja, wunderbar, Herr Finch. Dann können Sie ja gleich mit dem Kran, Sie haben ja jetzt den Lehrgang beschlossen, dann können Sie ja gleich loslegen, was? Jawohl, kein Problem. Machen wir so. Der kann losgehen hier, kann gefüllt werden. Ja, Herr Finch, der ist gleich da. Ja, hat er den Lehrgang gut abgeschlossen. Ja, super. Glückwunsch. Dankeschön. Doch. Glückwunsch. Auch von meiner Seite aus. Dann verfüllen wir hier schön. So, ich guck mal, müssen wir noch was holen?
Mit Sicherheit. Verschalungselemente von einem Baustoff hin. Ja, die hole ich eben, ja. Ja, soll ich mitkommen? Nee, warum? Gucken Sie, helfen Sie mal den Finchi da. Oder soll ich den großen LKW holen? Dann kriegen wir alles drauf. Da ist ja noch mehr, was wir brauchen. Nein. Wir haben gar keinen Platz hier. Brauchen ja noch die Wandgrundierung, die Zementsäcke. Ja, kann ich doch alles, ist doch hier alles um die Ecke. Ja, aber dann nehmen Sie doch den großen LKW. Nein. Ich brauche doch sowieso einen Kran, um das aufzuladen zu können. Sehen Sie nicht? Lass den kleinen Anhänger hier stehen. Ja, gut. Oder ich nehme den mit. Nehmen Sie den mal mit, dann können Sie da zur Not noch was draufstellen. Ja, haben Sie recht. Wie komme ich jetzt hier runter? Ey? Ja, beziehungsweise kriegen Sie das überhaupt da abgelassen auf den Anhänger? Wie abgelassen? Ja, weil der hat doch keinen runterlassbaren Haken. Wir müssen den im Ganzen doch runterlassen. Und kommen Sie dann nicht an die Bordwände? Machen Sie mal keine Gedanken. Okay. Oh, der Finch ist aber schnell, hören Sie mal. Der hat gut. Entschuldigung. Gott. Ja, auch hier runterfahren können, ne? Das ist nicht immer hier so voll. Hätte Fahrrad gut. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Gut. Ich geh mal zu Herrn Finch. Herr Finch! Ja, bitte? Und wie war der Lehrgang? Erzählen Sie mal. Wer hat den geleitet? War der Günther wieder da oder hat da diesmal der Dieter gemacht? Der Günther war da. Bitte? Der Günther war da und hat mich kurz eingewiesen in den... Und dann ging das alles wie am Schnürchen. Ah, super. War auch mit Ihnen zufrieden, weil ich hatte bis jetzt noch keine... Zurückerstattung, weil er macht hier gerade Homeoffice. Kontaktieren Sie ihn. Ich soll Ihnen auch schöne Grüße bestellen. Ah, super. Ja, die soll ich Ihnen beiden übrigens auch bestellen. Der Herr Wilhelm hatte sich mal kurzzeitig gemeldet bei mir. Liebe Grüße auch an den Herrn Hoxton. Ja, danke. Soll ich holen? Verschallungselemente. 4-mal, ne? Ja, bitte. Haben Sie noch was drin? Oh, Scheiße! Scheiße! Was ist los? Haben Sie aufstoßen? Das ist schlimmer. Brauchen Sie einen großen LKW? Die sind scheiße lang. Brauchen Sie einen großen LKW? Nein! Mann, ich bin Ihre Nummer 1. Ja, ich weiß das ja. Ich möchte eigentlich nicht untätig hier rumsitzen. Das ist ein bisschen. Was machen Sie doch sonst auch? Herr Hoxton! Was? Sie sind doch gewohnt! Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Untätig doof rumsitzen. Ja, es sind sehr viele Sachen zu besorgen und zu gießen. Fertigwände, ja, aber die können wir ja noch nicht holen. So, Chefin, hier ist Ende. Weiter komme ich nicht. Der Ausleger ist am Ende. Ah, okay. Scheiße, ne? Ja. Ja, pass auf, dann häng den ab und nimm den anderen Kran. Bestell den anderen. Den ganz großen? Nein, nicht den ganz großen, den mittleren. Okay, dann stellen Sie den mal ab da, Herr Finch. Weil das bringt so nichts. Nee, das bringt dann wirklich nichts. Dann kommen Sie aus dem Kran raus, dann nehme ich den mal weg. Jo. Okay. Brauche ich den ganz großen. Ja, ich hab verstanden. Den ganz großen würde ich nicht nehmen, den anderen. Den, mit dem sie den Lehrgang gemacht haben. Da reicht der ja. Oh, der sieht doch zumindest schon mal sehr, sehr groß aus. Müsste besser sein, oder? Ja, der reicht, absolut. Okay. Bei den ganz großen kannst du nehmen für Riesenbaustellen. Ja, der hat auf jeden Fall genug Gewicht hier hinter, also damit kriegen sie schon einiges hoch. Unglaublich, was hier los ist, ey. Was ist denn, ist die Brigitte jetzt auch aufgetaucht am Baustoffhändler oder was?
Nein, nein, ich krieg's dann alle von alleine hoch hier. Das ist nicht das Problem. So. Leck mich fett, ey. Können Sie Ihr Handy dann ausmachen, wenn Sie mit der Brigitte sprechen? Nein, ich spreche ja nicht mit ihr. Ach so. Bitte? Ach, Sie machen mit dem Leck mich fett, meinen Sie? Ja. Nein, nein, alles gut. Ach, das war nur so ein Ausdruck. Ja, das war nur so ein. Man sagt das halt so, ne? Ach so, ich hab gedacht, das war eine Aufforderung. Also, nein, nein, alles gut. Okay. Ach Gott. Kennen Sie das denn nicht, so ein Spruch? Bitte? Kennen Sie das denn nicht? Also, ganz ehrlich, ja. Nein. Ich rätsel auch immer noch, wie Sie das meinten jetzt, ganz ehrlich. Mit dem Leck mich fit? Ja, ist das ein Werkstattausspruch? Nein, das ist hier so ein. Das ist hier so ein Ausspruch, wo ich, ja. Weiß er selber nicht. Wenn man so. Nee, wenn man so selbst begeistert ist von seiner Arbeit, die man hier gerade so verbringt. Ach, man spricht mit sich selber. Ja, jetzt klar, wenn keiner da ist, dann muss man das ja irgendwie, ne? Und dann kommt dann schon mal so ein Spruch wie leck mich fett oder so. Ja, das sieht halt immer mit anderen Sachen da, weiß ich, verstehe ich aber auch jetzt nicht. Bitte? Entweder soll. Na, ich hatte gedacht, Sie haben mit der Brigitte gesprochen. Das war nur eine Frage. War gar nicht da, die Brigitte. Okay. Was ist das für eine Folge? Ich verstehe das nicht, ey. Ich bin gar nicht eingefahren. Ja, liebe Zuschauer, die 4 Kilo der Ochs machen wir jetzt wieder nur. Das geht überhaupt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die Tasten drücken sollen. Ach, ich weiß eigentlich nicht. Okay, so. Zwei. Ja, sicher. Geht auch drei. Aber ich soll Ihnen von Herrn Finch sagen, wenn Sie sich beeilen, dann sind es hier glänzend. Oh, Chefin, ich bin. Hat glänzt? Leer. Ja, dann drehen Sie mal um. Ja, ich bin auf dem Weg. Sind Sie lang genug, dass Sie hier drankommen? Ja, der ist lang genug, ja. Sind Sie lang? Aua, 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 aua. Ach ja. Ernsthaft, ich kalte am Bau. Ich hab's ihm gesagt. So, lassen Sie mal laufen. Ich hab überall Schmerzen. Ich lass es laufen. Lass es laufen. Wie lass ich's nochmal laufen? Ich kann doch so nicht weitermachen in meinem Leben. Was muss ich da nochmal drücken? Ah, es läuft. Wann ist es denn voll? Ja, ich sage, er ist voll. Man weiß nicht so genau. Oh, stopp! Schmerzen. Okay.
Alles ist rot. Alles ist rot, ja. Aua. So, dann gucken wir mal, was hier glänzt und was hier nicht glänzt. Ja, das wäre wichtig. Aua, 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 aua. Au, ah, Schmerz. Au, au, lass mal nicht. War nicht. Oh. Was ist denn los? Oh, ich kann so nicht. Ah, oh, nee, ey. Hast du den Kran jetzt ganz ausgefahren? Ach, ja. Nicht du. Ja, ich hab gerade das ist ganz wichtig. Ich meine den Herrn Fitch. Ja, ist alles ausgefahren hier. Ist das jetzt die Endstufe? Nee, noch nicht ganz. Ich meinte den Herrn Fitch, nicht den Herrn Hoxton. Was ist denn mit mir? Ich mach doch gar nichts. Ach, ist das schön hier. Gott, ey. Ja, ich guck ihm mal zu. Warm. Ja, gucken Sie mal, wie es glänzt, genau. Ja, genau. Guck mal, wie es glänzt. Kann doch alles nicht wahr sein, ey. So. Geht nicht. Aua. Ach, ich hab wo steht der Anhänger? Ja, ich bin schon dabei. Das ist gar nicht so leicht hier, ey. Der Anhänger ist beladen. Ja, mach mal frei da. Ja, wie, mach mal frei, da musst du gleich machen. Ja, Material. Oh Gott, ey. Warte, du kannst gleich abladen. Mhm. Machst du dann erst den Anhänger leer? Moment. In so einer Firma arbeitest, da brauchst du mir nichts mehr zu kümmern, ey. Hä? Warum beide? Egal. Mal das nächste, was brauchen wir denn als nächstes? Sechs. Wieder gießen, okay, gut. Gießen und ich kann dann schon mal zweimal Wandgrundierung und zweimal Zementsäcke holen gleich. Wie gesagt, du musst eh gleich noch gießen, ne? Bringt ja nichts. Du kommst ja da nicht überhaupt. Du verstehst schon, ne? Ja. So. Oh nee, ey. Ach, ja. Arbeiten, ey. Durch, Herr Hoxton, durch. Sie verstehen schon. Hey, ich verstehe das. Holla, Herzchen. Haben Sie noch Schmerzen? Ja. Aua. Schmerzen. Haben Sie denn die Schmerzen? Schmerzen sind im Brustbereich. Ja. Kennen Sie das, wenn Sie dann so lachen und dann passiert sowas? Oje. Das hat Ihnen aber jetzt wieder 10 Jahre Ihres Lebens gebracht. Mindestens. Ja. Mindestens. Der Herr Finch hat ja sogar mitgelacht. Herzhaft. Nicht mehr normal, sowas, ey. Das ist nicht mehr normal.
Oh, was ist das? Telefon! Telefon! Telefon!